Jo, ich grüße euch zu einem neuen Part Pokémon Pearl. In diesem Part schauen wir uns an, was sich hier alles verbirgt. Und zwar ist Team Galactic hier unterwegs. Was sie hier vorhaben, ist noch unklar. Das wird hier allerdings jetzt bestimmt, ja, zur Enthüllung gebracht. Genug der Worte, gib den süßen Honig her. Tu, was wir sagen, Team Galactic wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Anzahl Pokémon anlocken und dann fangen. Ja, ist völlig legal eigentlich, ne? Aber man kann ja den Honig auch so ganz mit Freundlichkeit ihn sich nehmen und noch ein bisschen Geld dabei lassen, da lassen. Dann müsst ihr nicht so einen auf Aslak machen, ne? Hey, das Kind, da hat alles gesehen. Ja, wie ihr Honig kauft, habe ich schon gesehen, ja? Was soll ich jetzt damit anfangen? Was machen wir nur? Das fehlt dir noch, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Wieso Hilfe? Ihr macht doch eine Transaktion. Eine Transaktion ist völlig legitim. Und im deutschen Staat verboten. Aber, nee, Quatsch. Fuck. Aber im deutschen Staat natürlich legal, ist klar. Aber bestimmt in Japan oder hier in Sinnoh, bestimmt ist eine Transaktion verboten. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Bike seinen Mund hält. Ach, und jetzt? Wollt ihr mich etwa vertreiben lassen, oder? Achso, ihr wollt kämpfen. Na, sag das doch gleich. Ach, wollt ihr zwei nicht gleich in den Doppelkampf gegen mich kämpfen? Wie langweilig. Stattdessen spielt ihr alleine gegen mich. So, so, und auch noch mit schwachen Käfer-Pokémon da versuchen, mich zu vertreiben. Ich glaube, ich vertreibe höchstens eure Käfer. Und nicht umgekehrt. Okay, ich greife es natürlich an. Und zwar mit der neuen Bissattacke, die wir im letzten Part gelernt haben. Bei Biss besteht eine Chance, dass der Gegner zurückschreckt. Die ist allerdings ziemlich gering. Aber es kann ja mal sein, dass die mal auftreten könnte, dieser Effekt des Zurückschreckens. Hier ist es jetzt beispielsweise nicht aufgetaucht. Aber das wundert mich auch nicht, denn dass ein Pokémon zurückschreckt bei der Bissattacke ist eher nicht nach jeder Attacke der Fall, sondern eher ein bisschen seltener. Und Level 14? Nein, leider nicht, schade. Gut, hier kommt Wampels Entwicklung Shaloko. Oder auch Wampels erste Entwicklung. Wampel kann sich auch noch zu Panekon entwickeln. Je nachdem, was für eine... boah, da bin ich jetzt überfragt, aber jedes Pokémon hat ja seinen eigenen Charakter, sag ich mal. Und seine eigene Nummer, ne? Die bekommt jedes Pokémon zugeschrieben, wenn es auftaucht wild. Und je nachdem, was für eine Nummer das Pokémon hat, wenn es auftaucht bei einem wilden Kampf zum Beispiel, zu dem Pokémon entwickelt es sich dann bei einer bestimmten Zahl. Habe ich im Wiki gelesen, deswegen weiß ich das. So, Level 14. Ich hoffe, dass sich unser Shinox bald entwickelt. Denn Shinox ist bis jetzt das einzige Pokémon aus unserem Team, was sich noch nicht entwickelt hat. Mann, ist das lahm. Sie werden mir den Lohn kürzen. Ich bin das nächste dran. Mit dir zu kämpfen, nachdem du geschwächt wurdest, finde ich äußerst reizvoll. Aha, okay. Wirklich, mutig. Mit deinem starken Pokémon gegen einen Trainer zu kämpfen, der gerade mal 10 minus ist, also unter 10 Jahre, und geschwächte Pokémon bei sich trägt. Wirklich, wirklich männlich. Muss man schon sagen. Und vor allem mutig, ne? Also ich meine, das würde ich mich nicht trauen. Mit starken Pokémon gegen ein geschwächtes Pokémon-Team von einem Kind antreten. Was gibt's Mutigeres als sowas? Erstaunt das gegnerische Zubat gleich. Unglaublich. Gut, jetzt Bissattacke und es müsste es eigentlich schon gegessen sein. Ich finde, man hätte diesen Trainern auch mehr Pokémon geben können. Und nicht nur insgesamt 3, das ist ein bisschen wenig. Da hätte man die 3 Pokémon auch gleich in einen Trainer einbauen können. Naja, gut. Aber immerhin kriegen wir mehr Kohle dadurch. Diese Rotznase ist stark, sogar mehr als nur stark. Mir fehlen die Worte, so stark ist das Kind. Und mein Wortschatz ist recht groß. Was hat es jetzt mit deinem Wortschatz zu tun?
Ist das sarkastisch gemeint? Egal. Das war's hier für uns. Lass das. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Ja, haut ab. Sperrt euch nur ruhig da ein, weil ihr Angst vor mir habt. Oh, was ist das für ein Ding? Sie müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel. Der gehört bestimmt zu dem Kraftwerk. Zu dem Windkraftwerk, Entschuldigung. Ich kann damit nichts anfangen. Du kannst ihn meinetwegen haben. Den nehme ich natürlich gerne. Denn ohne den Schlüssel kommen wir in der Story nicht weiter. Kaya-Schlüssel oder Kay-Schlüssel auch genannt. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir einen Honig feinen. Wollten mir meinen Honig feinen? Was? Achso, nee, Quatsch. Wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. So, verdammt, warum lese ich was anderes? Egal. Die waren reichlich seltsam, wie sie schon angezogen waren. Zäh. Und was sie gesagt haben, war noch viel seltsamer. Oh, ich muss mich wirklich bei dir bedanken. Bitte, nimm dies als Dank. Honig erhalten. Aha, wir retten ihnen das Leben und das schenkt er uns ein bisschen Honig, genau. Geld wäre mir lieber gewesen, naja. Wenn du den Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Gut zu wissen, damit kann man sich Mamfaxus einfangen. Allerdings ist es mir noch nie gelungen, dadurch einen Mamfaxu zu fangen. Also es ist auch ziemlich schwierig, einen Mamfaxu dadurch anzulocken, weil dieses Pokémon sehr selten, glaube ich, auftaucht. So, und hier ist ein Häuschen. Ich frage mich, was hier für Leute drin sind. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Items. Schmiere Honig auf die Rinde eines Baumes und sieh nach einiger Zeit nach, ob sich etwas im Baum bewegt. So. Wenn dem so ist, kannst du davon ausgehen, dass es sich um ein seltenes Pokémon handelt. Oh, Shiny Pokémon! Nein, ich bin immer ganz begeistert, wenn ich so etwas sehe. Ich bin ja. Die Blumen, die auf den Feldern hier wachsen, sind etwas ganz Besonderes, weil ich die immer fresse, nachdem sie gewachsen sind. Oder hast du irgendwo sonst in der Sinnoh-Region ähnlich lebendige Blumen gesehen? Der Danke wird davon allein dem Pokémon. Okay, wir kriegen hier anscheinend nichts. Ach ja, übrigens läuft hier wieder der Fernseher. Ist wohl so ein Trend, dass in den Häusern von Sinnoh überall die Fernseher laufen. Es scheint wohl gerade WM zu sein. Oder was anderes. Weswegen auch ständig der Fernseher bei den ganzen Leuten an ist. Naja, okay. Hier ist leider nichts mehr in Flori. Wir haben die Stadt ja schon im letzten Part ausgiebig erforscht. Es bleibt uns nur noch übrig, als zum Windkraftwerk mal vorbeizuschauen. Welchen Tag haben wir heute? Heute ist leider Sonntag, das heißt, wir finden ja leider keinen Driftlon. Vielleicht hätte ich ja an einem Freitag aufnehmen sollen, aber da war ich ja zu faul. Ja, gut, dann finden wir das Windkraftwerk jetzt. Es ist von innen abgeschlossen. Schlüssel verwenden? Nee. Nee, Schlüssel nicht verwenden. Ich gehe nach Hause. Was ist dieser Scheiß? Nein, den tue ich mir doch nicht an. Nein, 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 natürlich nicht. Wir gehen natürlich weiter. Ne? Ist ja völlig logisch. Aber ich rieche ein verstecktes Item. Hier hinter diesem Windkraftwerk, Propeller, Antriebs, Hyperventilationsventilatorgerät. Hier ist leider kein verstecktes Item gewesen. Naja, gut, dann schauen wir mal nach, was sich hier drin verbirgt. Bestimmt weitere Team-Galaktik-Typen, die uns bekämpfen wollen. Aber wir werden sie aufhalten. Wie bitte? Ne, oder? Du hast den Schlüssel? Ja, den habe ich gefunden. Ganz einfach. Und ich habe mir eine Sonderanfertigung machen lassen. Geht natürlich auch. Da hätte man die Tür ja gar nicht abschließen müssen. Ne, das stimmt. Deine Aktion war völlig unnötig. Naja, gut. Jetzt bin ich der große Verlierer. Aber ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde dem Commander Bescheid sagen. Den Commander, was? Spielst du zu viel Command and Conquer oder was? Naja. Gut. Hier gibt es momentan... Oh, da ist einer. Er steht wohl Schmiere, aber er scheint mich nicht zu erkennen, obwohl ich direkt neben ihm stehe. Okay, vielleicht schaffe ich es ja an, ihm vorbeizuschleichen. Okay, ganz leise und... Nein, verdammt, hat nicht geklappt. Ich mag keine Späße, Kind. So handhabt das ein Profi.
Ah, okay, ein kleiner Pokémon-Kampf. Wieder nur ein Pokémon. Wieso nur ein Pokémon? Der letzte hatte auch nur ein Pokémon. Egal, hier ist die zweite Entwicklung von Wurmple Panikon. Panikon und Shaloko sind ja von den Pokémon her fast gleich. Außer dass sie sich zu anderen Pokémon entwickeln. Panikon wird zu Pudox und Shaloko zu Papinella. Und das ist quasi die Entwicklung Panikon und Shaloko, an dem sich die Wurmple. Ja, an dem sich die Wurmple abtrennen und dann ja, besondere Pokémon werden. Oder sich nicht mehr gleich sind, sagen wir es mal so, nicht mehr gleiche Pokémon, dann sind und so ein Dingens richtig formulierend des Dingens, das von mir müsst ihr euch jetzt vorstellen, was äußerst schwer ist gerade für mich. Ja, ich kann es nicht genau erklären, also. Also, wenn man sich den Entwicklungsstamm anschaut, ne, dann trennt sich ja Wurmple zu Shaloko und Panikon. Und dann die Entwicklungen, die sind wieder komplett andere Pokémon. Nämlich Pudox und Papinella. Das wollte ich ungefähr so damit sagen. Also kurz gesagt, nach der Entwicklung von Wurmple, dann werden die Pokémon anders als sonst. Oder vielleicht auch nicht. Ach, egal. Warum tue ich immer alles so kompliziert formulieren? Und warum formuliere ich so kompliziert, obwohl ich es nicht kann? Naja. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen, das ist unsere Mission. Aha, okay, ihr wollt euch Energiekosten sparen, aber es geht auch völlig leichter, nämlich Lichtschalter ausschalten. Oder am besten keine Let's Plays produzieren, die Strom kosten. Soll ich nur mal ein Beispiel nehmen? Oder was meint ihr? Nein, natürlich nicht. Ah, warum setzt Team Galactic lauter Wurmple sein? So ein starkes Team. Und ich meine, Team Galactic, ne, das sagt schon was. Das sagt schon einiges über die Galaxie aus. Und was setzen solche mächtigen, ja, solche Leute von, solche Mitglieder von so einem, von so einer großen Organisation aus? Sie haben Wurmples im Team. So ein kleines Würmchen. Mit diesem Wurm werden sie das ganze Universum erobern. Das ist die Vision von den schwachen Rüpeln. Genau. Und Level 15 für Frau Löwe. So, von den Werten her, ja, ordentlicher Angriffswert, auch ordentliche Initiative und Verteidigung und Spezialangriff. Ja, aber der Angriff, der ist schon heftig. Anscheinend hat auch unser Pokémon auch das Wesen, was den Angriff erhöht. Ich habe übrigens nicht nachgeschaut, welche Wesen und was auch, also also ich habe nicht nachgeschaut, welches Wesen unsere Pokémon haben, außer natürlich im ersten Part oder im zweiten Part, ich weiß nicht genau, da wo wir die Pokémon halt alle gefangen haben. Und ich habe es ja auch nicht nachgeschaut von den Werten, also von den Werten her, was verstärkt wird. So, Charmian, das Pokémon, was wir brauchen für eins unserer Team-Pokémon, was später ins Team kommt. Ist ja logisch, ne? Deswegen heißt es ja auch Team-Pokémon. Mensch, meine Formulierungen sind echt Weltklasse. Ein Team-Pokémon, was in unser Team kommt. Mhm. Wieder super ausgedrückt. Gebe ich mir selber einen Schulterklopfer. Ach, schreck zurück. Na ja, gut, bei Mogelhieb ist, besteht die Chance 100%, dass das Pokémon zurückschreckt. Allerdings kann man Mogelhieb nur einmal benutzen. Und zwar nachdem das Pokémon eingewechselt wurde. Gut kombinierbar mit der Attacke Kehrtwende. Die gibt es jetzt sogar auch in dieser Generation, Kehrtwende. Die Kombi habe ich übrigens noch nie gesehen, aber es wäre interessant, diese Kombination mal auszutesten. So, ich wechsle mein Pokémon jetzt aus, weil es sehr geschwächt ist. Und ich glaube, dass unser Staravia das schon hinkriegen sollte. So, Flügelschlag. Jawoll, sehr schön. Und gibt das viele Erfahrungspunkte? Ja, Kampfrage 75, ja, ja. Und nicht ganz für Level 15, aber gut. Ich mag keine Kinder, die noch starke Trainer sind. Dann soll. Shinnok entwickelt sich. Cool.
Gut, jetzt haben wir einen Luxio. Den Namen hätte ich jetzt nicht gekannt, muss ich zugeben. Muss ich mir also merken. Luxio ist die Entwicklung von Shinux, okay. So, und hier sind schon, ja, die Obermacker oder der Obermacker oder die Obermacker. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Kann beides sein. Ich mache jetzt einfach mal eine Frauenstimme. Ich bin einer der drei Commander von Team Galactic. Wir werden eine neue Welt erschaffen mit Wurmpilz. Eine Welt, die besser ist als diese. Bestehend nur aus Wurmpilz, die sehr viel Blätter fressen und so ein Zeug. Ach, leck mich. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Du verstehst uns auch nicht, oder? Das macht mich traurig. Oh, um eine Runde Mitleid für Team Galactic. Kämpfen wir, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, werden wir Team Galactic hier verschwinden. Klingt nach einem guten Deal. Und der oder die Anführerin von Team Galactic oder ein Commander oder eine Commanderin. Mars. Jetzt bräuchte ich einen Mars. Ich habe jetzt so einen Bock auf einen Mars-Reihe. Also, ihr kennt ja diesen Mars, diesen Schokoriegel. Auf den hätte ich jetzt Bock. Genau, den jetzt eiskalt während des Kampfes gegen Commander Mars essen. Ich glaube, beim nächsten Kampf mache ich das vielleicht, wenn ich ein Mars irgendwo habe. Momentan habe ich leider kein Mars vorrätig. Aber falls wir das nächste Mal gegen ihn kämpfen sollten oder gegen sie kämpfen sollten. Ja, sie hat weibliche Pokémon, damit wohl eine weibliche Trainerin sein. So ist es ja fast immer. Also beim nächsten Kampf, wenn ich Mars habe gegen die, dann werde ich mir ein Mars zu mich nehmen. Und den dann eiskalt vor ihren Augen vernaschen. So, oh Gott, Schnurgast. Schnurgast ist heftig, die Entwicklung von Charmion. Sieht irgendwie aus wie mein Kater. Naja, ich probiere es mal mit Silberblick. Erstmal ein bisschen schwächen. Weil dieses Pokémon, das scheint ein größerer Gegner zu sein. Oh Gott! Ja, größerer Gegner trifft es ganz gut. Verdammt. Gut, ich glaube, ich setze jetzt Waterloo ein. Unser stärkstes Pokémon. Vielleicht kann Waterloo das Ganze noch rumreißen. So, leider ist auf Metall, glaube ich, kein Step drauf und ich glaube, der Angriff von Waterloo ist auch nicht besonders hoch. Das heißt, ich greife jetzt mit einem Spezialangriff an und einer Step-Attacke, dem Blubber. Blubber ist zwar nicht ganz so stark wie Metallklaue, allerdings ist der Step drauf und das erhöht die Stärke der Wasserattacke um 50%. Das ist nämlich ein Same Type Attack Bonus, kurz Step. Und den kriegt jedes Pokémon, wenn es mit einer Attacke angreift, was dem Element des Pokémons entspricht. Blubber ist jetzt eine Wasserattacke, das heißt, ja, unser Pokémon ist auch ein Wasser-Pokémon. Das heißt, es ist Step drauf und das verstärkt die Attacke um 50%. Das heißt, Blubber, ich glaube, Blubber hat eine Stärke von 40. Hat jetzt eine Stärke von plus 50%, das sind 20% plus, also 60%. Bei stärkeren Attacken ist es natürlich viel heftiger, der Unterschied. Nehmen wir mal als Beispiel Aquahobize. Hat, soweit ich weiß, eine ATK von, also eine Angriffskraft von 140, glaube ich zumindest. Bin mir sicher, kann auch 120 sein. Plus Depp, das wären dann... Ja, bei 120 wären es 60% Bonus, das wären dann 180 Schaden. Und bei 140 wären es 70% Bonus, das wären dann sogar 210 Schaden insgesamt. Also so viel wie ein Finale zum Vergleich. Also Step ist schon eine heftige Sache, also sollte man auch darauf achten, dass man seinen Pokémon auch Step-Attacken beibringt, damit die Attacken stark sind. Ach, was hast du denn? Irgendeine Beere oder sowas? Ja, scheint so. Singlebeere. Oh Gott, diese Trainerin hat's in sich. Bei der muss ich aufpassen. Aber ich habe ja noch mein Kampffalken als Reserve. Falls mein Pokémon es nicht schaffen sollte. Und momentan sieht das Ganze nach aus, als würde mein Pokémon es nicht schaffen. Oh Gott, auf Finte ist auch Step drauf von ihr, weil ihr Pokémon ein Unlicht-Pokémon ist.
und Finte eine Unlichtattacke ist. Finte hat, glaube ich, eine Stärke von 60 plus 30% sind eine Stärke von 90. So, aber auch auf dem Flügelschlag meines Kampffalkens ist Step drauf. Flügelschlag hat, glaube ich, auch eine Stärke von 60. Das wären wieder plus 30, also 90%, also 90 Schaden. Ja, Prozent vergesst ihr jetzt ganz schnell mal. Oh Gott, das wird ein knapper Kampf. Oder vielleicht auch nicht, wenn dieser Flügelschlag jetzt viel abzieht. Ah. Puh, das wird knapp. Kein Volltreffer bitte. Boah, kein Volltreffer, sehr schön. Und... ja, so knapp, aber ich habe ja noch einen Ruckzuckhieb, den kann ich ja noch schnell einsetzen. Ruckzuckhieb hat die Erstschlagstreffer-Garantie. Boah. Gut, diese Trainerin war nicht leicht. Da muss sie schon sehr taktieren. Aber wir haben sie besiegt. Wenn auch recht relativ knapp. Oh, reicht's für Level 16? Oh, gleich doppeltes Level up. Nice. So, unser Pokémon spielt auf Initiative und Angriff, so wie ich es gerne hätte. Das ist gut. Unfassbar, ich habe verloren. Du dreiste Rotznase. Oh, Tatsache, ich habe echt ein bisschen Rotz in meiner Nase, Moment. Egal. Ups, da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Ich habe den Kampf genossen. Und nun verabschiede ich mich fürs Erste und verschwinde von hier. Team Galactic. Sie sagten, sie müssten einfach Pokémon und Energie sammeln, egal wie. Sie wollen damit ein neues Universum schaffen. Das sagten sie wenigstens. Aber alles, was sie sagten, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für deine Hilfe bin. Nun kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter. Papa! Ey, Papa, du riechst. Bah, geh duschen. Bäh. Oh, tut mir leid. Ich musste ohne Unterbrechung für sie arbeiten. Ah, so wie im KZ. Das ist sehr ordentlich. Das ist deutsche Disziplin. Das ist sehr lobenswert. Danke, Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute verjagt. Nun kommt das Ballon-Pokémon bestimmt wieder. Damit meint sie das Drifblon, was jeden Freitag erscheint. Gut, das war's auch fürs Erste. Jetzt gehe ich zurück ins Pokémon Center und dann beende ich den Part auch schon. Ich weiß, es ist ein bisschen kürzer der Part, gebe ich zu. Nur 22, na gut, jetzt sind es schon 23 Minuten fast. Ja, allerdings hat es auch eine kleine Erklärung, warum ich jetzt so einen kleinen kurzen Part mache als sonst. Und zwar haben wir jetzt eigentlich schon unsere Soll erfüllt. Zum Ersten und zum Zweiten habe ich nicht ordentlich geschlafen. Ja, ich habe diese Nacht ehrlich gesagt durchgemacht und jetzt bin ich natürlich dementsprechend gut gelaunt. Ja. Und deswegen glaube ich, beende ich diesen Part jetzt auch schon an der Stelle. Dafür gibt es morgen einen 7 Minuten längeren Part. Ich hoffe, ich denke daran. Ja, es kann auch sein, dass der noch länger dauert, weil wir werden wahrscheinlich durch den Ewigwald gehen. Und der braucht auch seine Zeit. Gut, dann stelle ich mich noch an den richtigen Ort hin, an dem wir den nächsten Part starten können. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn wir durch den Ewigwald gehen. Vorausgesetzt, ich schaffe noch alle Trainer hier in der nächsten Route. Ich meine, wir haben ja noch eine ganze Route vor uns. Bevor wir in den Ewigwald gehen. Na gut, also im nächsten Part werden wir den Ewigwald betreten. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Young KP. Ciao.